Mein Arbeitgeber ist die AHD Cooling Systems in Rottenmann und wir sind Weltmarktführer im Herstellen von steckerfertigen Kühl- und Gefriergeräten. Wir verkaufen auch unsere Produkte an Eishersteller und wir sind dafür bekannt, technisch innovative Lösungen zu bieten. Meine Hauptaufgabe im Unternehmen ist es, den Vertriebsleiter und das gesamte Vertriebsteam zu unterstützen und zu entlasten. Meine Aufgabe bei der AHD ist im Rahmen meiner Funktion als Internal Control Manager darauf zu achten, dass bei den internationalen Töchtern und auch in Rottenmann die internen Kontrollen compliant abgewickelt werden und das Reporting, das regelmäßig stattfindet, auch innerhalb der Zeitfristen abgeliefert wird. Meine Aufgabe ist das gesamte Marketing der AHD-Gruppe, das heißt auch international und an Standorten, damit wir einheitlich das gleiche Unternehmensbild haben und den gleichen Auftritt überall auf der Welt. Ich bin verantwortlich fürs Fuhrparkmanagement, Reisemanagement und Kreditkartenmanagement. Mein Arbeitsplatz befindet sich in einem Großraumbüro zusammen mit dem gesamten Verkaufsteam. Dies ermöglicht uns eine offene Kommunikation. Die wesentlichen Benefits bei der AHD sind sicher die flexible Arbeitszeitregelung und auch die existierende bestehende Homeoffice-Regelung, die großzügig ausgelegt wird. Die AHD bietet viele Benefits, wie zum Beispiel zwei eigene Häuser, in denen man Urlaub machen kann und Initiativen zu den gesunden Momenten. Die gesunden Momente sind Initiativen, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dabei helfen, gesünder zu leben. Das sind Workshops zum Beispiel und so Initiativen wie zum Beispiel kostenlose Impfungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Weitere Benefits neben den AHD-Ferienhäusern sind Vergünstigungen bei lokalen Betrieben oder günstige Abos in Fitnessstudios. Die AHD steht für lange Kundenbeziehungen, die AHD steht für Nachhaltigkeit und setzt sich auch sehr stark dafür ein. Bei der AHD wird der Faktor Mensch großgeschrieben. Man merkt einfach bei allen Menschen hier, dass ein Team-Spirit herrscht und dass alle versuchen, Probleme anzugehen und diese auch zu lösen.